Das hier gerade ist die schlimmste Zeit in meinem ganzen Leben. Seht ihr, was das Examen mit mir gemacht hat? Es ist Freitag, der 18.01. und circa 10.18 Uhr. Hollop, hollop, hollop. Keine 10 Sekunden Aufnahme, ich mache direkt einen Fehler. Das muss in meinem Examensbrain gelegen haben, Leute. Es war nämlich nicht Freitag, sondern Mittwoch, der 19.01. Und ich schreibe in unter 24 Stunden mein juristisches Staatsexamen. Zu sagen, dass ich aufgeregt bin, wäre stark untertrieben. Mir geht so richtig die Pumpe, Leute. Ich versuche, meine Emotionen zu kontrollieren, zu entspannen, nicht verrückt zu werden. Ich würde sagen, es funktioniert nicht so gut. It's not really going well. Ich habe noch keine Ahnung, wie der Vlog wirklich aussehen wird. Ich weiß, dass ich euch heute mitnehmen werde. Ich habe ein paar Sachen zu erledigen. Mir ist aufgefallen, dass ich nur einen einzigen so Buchständer oder wie heißen die Dinge habe für meine Gesetze. Und ich brauche eine Tischuhr. Ich bin auf die Seite des JPA gegangen und habe nachgeschaut, welche Tischuhren zugelassen sind und habe da gesehen, dass die erstens keine digitale Funktion haben darf und zweitens, das Schlimmere, keine Alarmfunktion. Leute, wo findet man bitte im 21. Jahrhundert eine Tischuhr ohne Alarmfunktion? Ich werde euch auch die ganze Schreibzeit über mitnehmen. Die geht hier 8 Tage, geschrieben werden aber nur 6 Tage, weil 6 Klausuren und so. Ach ja, und willkommen auf meinem Kanal Claude Beauty. Oder was für ein Intro soll ich machen? Das überlege ich mir, glaube ich, später. Leute, es ist einfach schlimm. Es ist einfach schlimm. Schaut euch bitte meine Wohnung an. Ich bin vor 2-3 Wochen hier eingezogen. Ich habe nichts gemacht. Ich habe einfach meine Uni-Sachen ausgepackt. Der Rest ist weiter. Ich glaube auch, dass diese ganze Examenszeit für mich so unglaublich schlimm ist, weil es Stress vom Examen gemischt ist mit Stress bezüglich Wohnung und Umzug. Ich habe ja erst im Wohnheim gelebt, ich habe die maximale Mietdauer überschritten, musste ausziehen, bin zu einer Freundin, dort aber auch nur 2-3 Wochen, weil es ist nicht einfach, mit jemandem zusammenzuleben, wenn du in der Examensphase bist. Du brauchst einfach absolute Ruhe und bin dann zu meiner Mutter zurück nach Neuss gezogen und dort war ich auch eine Zeit lang. Meine Mutter war super empathisch, sie hat sich sehr angepasst, sie hat sich sehr eingeschränkt und versucht, mir den Freiraum zu geben, um die Ruhe zu haben, um zu lernen. Das Ding ist aber, ich hatte in Neuss keine eigene Wohnung, sprich, ich habe im Grunde im Wohnzimmer gelebt, im Wohnzimmer gelernt. Das hätte auch für mich funktioniert bis zum Examen. Das Ding ist aber, mir wurde dann halt die Wohnung hier angeboten und seine eigenen 4 Wände zu haben und die Ruhe im Eigenheim ist einfach mit nichts anderem vergleichbar. Ich habe das dann angenommen und bin, ich glaube, am 29. oder 30.12. hier eingezogen und seitdem bin ich wirklich nur am Überleben. Alles, was Umzug, Renovierung etc. anbelangt. Ich kümmere mich darum, wenn ich die Klausuren durch habe. Oder eher gesagt, sobald ich die Klausuren durch habe. Auch gefühlstechnisch kann ich auf jeden Fall schon vor den Examensklausuren sagen, dass das die schlimmste Zeit in meinem ganzen Leben ist. Und das sage ich nicht einfach so. Ich würde schon sagen, dass ich relativ hart im Nehmen bin. Darauf bin ich nicht stolz. Ich habe schon früh erwachsen sein müssen und früh angefangen zu arbeiten. Und ich würde daher behaupten, dass ich schon relativ hart im Nehmen bin. Aber das, diese Erfahrung, Leute, sehr traumatisierend. Sehr, sehr traumatisierende Erfahrung. Und es ist, also ich lache, aber ich glaube, ich lache so als Schutzmechanismus. Ich kann nicht mehr weinen. Also ich möchte weinen. Ich befinde mich in der emotionalen Situation und Lage, um zu weinen. Aber es kommt einfach nichts. Und es ist so komisch.
Ich bin manchmal so fertig und liege im Bett und will einfach nur heulen und schlafen. Ich fühle mich so ein bisschen wie nach einer ganz, ganz schlimmen Trennung. Aber es kommt einfach nichts. Die Tränen fließen einfach nicht. Und dann liege ich da und fange einfach an zu lachen, weil das einfach so erbärmlich ist. Es ist 17.17 Uhr und mein Paket von Amazon mit den Uhren ist jetzt gerade erst angekommen. Ich muss sagen, ich habe zwischenzeitlich echt Panik gehabt und Angst gehabt, dass es nicht mehr ankommt, dass die vielleicht sagen, ja, wir haben es heute nicht geschafft, wir liefern das morgen, die schreiben morgen die Klausur. Ich habe, wie gesagt, zwei Uhren bestellt. Wir schauen jetzt, ob hoffentlich wenigstens eine den Anforderungen des JPA entspricht. Die sieht schon mal richtig nice aus. Vor allem, ich bin ganz ehrlich, Leute, ich bin froh, dass das arabische Zahlen sind. Weil ich habe keine Lust in der Klausur, wenn ich eh schon so voll gestresst bin mit diesen römischen Zahlen, you know. I'm gonna be honest. Ich bin ehrlich, Leute. Ich bin froh, dass das arabische Zahlen sind. Mehr sage ich dazu nicht. Scheint auch keine Wecker. Doch. 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 Da stand doch extra dann, das hat keine Weckerfunktion. Ja, erstmal, sowas kann ich nie lesen, ey, Leute. Das hat aber anscheinend keine Alarmfunktion, was schon mal ein Plus ist. Die Zeit habe ich jetzt eingestellt. Es ist gerade 17.27 Uhr. Ich habe mir vorhin eine Tiefkühlpizza warm gemacht und habe reingebissen. Und mir ist so schlecht geworden, weil ich so aufgeregt bin gerade. Und einfach, ich weiß nicht, dieses Gefühl, was ich gerade empfinde, sorgt dafür, dass ich einfach kein Essen runterbekomme. Ich habe jetzt auch bis gerade eben gelernt, ich werde mir auch nochmal, was heißt lernen, ich habe mir ein paar Skripte angeschaut im Zivilrecht, ein bisschen überflogen. Ich habe jetzt keine Karteikarten oder so gelernt. Ich mache nichts, was wirklich anstrengend ist mental, sondern ich gehe über Skripte, ich schaue mir Normen an vor allem. Ich habe mir vorhin Vormerkungen und das Vorkaufsrecht angeschaut. Ich habe irgendwie so eine Vorahnung, dass vielleicht Immobiliarsachenrecht drankommen könnte und yeah. Das würde ich mir ganz gern ersparen, dieses Gefühl davon überrascht zu werden. Und vor allem Grundschuld. Ich finde, Hypothek geht noch, aber Grundschuld finde ich ehrlich gesagt voll schlimm, weil ich immer nachdenken muss, welche Normen jetzt anwendbar sind auf die Grundschuld von der Hypothek und welche nicht. Und ich einfach die Kapazitäten nicht mehr habe, das auch noch auswendig zu lernen. Ich glaube, diese Sorge ist einfach oder rührt daher, dass... Leute, ich habe 90 plus Probeklausuren geschrieben. Ich lerne seit über anderthalb Jahren. Ja. Und ich denke mir einfach, wie doof wäre es, wenn ich entweder so einen A-Loch-Durchgang habe oder aber einfach irgendwas drankommt, was ich vielleicht nicht so gut kann, wo ich unsicher bin und einfach verpennt habe, mir das genauer anzuschauen. Und deswegen bin ich halt so voll obsessive. Wobei ich auch gleichzeitig einfach akzeptieren muss, dass man nicht alles können kann. Es ist nicht möglich. Du kannst nicht alles können. Und sehr viel hat einfach mit Glück zu tun. Jedoch bin ich leider mein eigener größter Gegner und habe einfach vor allem jetzt in der Examensvorbereitung und das, was die Examensnote hinterher als Konsequenz für mein Leben, meine Karriere darstellt, enorme Ansprüche an mich selbst, weil ich Angst habe, nicht perfekt zu sein. Und hoffe einfach nur, dass nicht das hinterher mein Problem sein wird. Es ist soweit, es ist Donnerstag, der 19.01. Wir haben jetzt gerade, ich glaube, 6.15 Uhr oder so. Ich bin auch schon seit 4.50 Uhr circa wach. Gestern Abend fiel es mir super schwer einzuschlafen. Ich bin dann heute Morgen um 3.11 Uhr wach geworden, weil ich so Angst hatte, zu verschlafen.
und dann effektiv um 4.50 Uhr aufgestanden. Ich habe direkt gemerkt, dass ich sehr hibbelig bin und habe mich dann dafür entschieden, etwas Yoga zu machen. Ich habe 15 Minuten Power-Yoga gemacht. Dann habe ich mir Matcha-Tee gemacht, Starbucks. Ihr bekommt mein Geld nicht mehr. Diese 5,14 Euro, 5,60 Euro, 5,70 Euro. Ich habe gelernt, wie man das macht und das schmeckt sogar besser als bei euch. Man munkelt, dass die Perle 3 Tage später wieder bei Starbucks war und denen ihr Geld gegeben hat. Ich bin auch schon ready, ich bin schon umgezogen. Ich habe mich dafür entschieden, einfach so einen Crop-Pullover zu tragen, weil es wieder super kalt geworden ist auf einmal. Ich weiß, das sollte man eigentlich nicht machen, aber ich werde mir jetzt gleich noch ein paar Skripte anschauen, vor allem zur Drittwiderspruchsklage und dem Versäumnisverfahren, weil ich einfach so bin, Leute. Ganz ehrlich, nicht alles, was ich mache, ist gesund. Nicht alles, was ich mache, sollte man nachmachen. Ich habe einfach schon immer so gelernt. Ich bin immer für meine Klausuren am Klausurentag früher aufgestanden und habe mir nochmal Schemata angeschaut, durchs Gesetz geblättert. Einfach nur, um diese Security zu haben, dass ich sagen kann, ich habe alles gemacht und alles versucht. Und ich habe 100% gegeben. Like, mehr war nicht rauszuholen. Hier ist mein Koffer mit meinen ganzen Gesetzen drin. Und ich habe leider nur einen einzigen, wie heißen die eigentlich? Buchständer, Gesetz, irgendwas, Lehnzeug. Ich werde einfach andere Gesetze, wie zum Beispiel Reborn, nutzen, um vielleicht das Ergänzungsband zu stützen. Und yes, honey, ich weiß, I'm cray cray. Aber ich werde meine Tote-Bag nehmen zum Examen. Ich habe einfach keine Lust auf einen Rucksack, Leute. Hier sind meine ganzen Textmarker. Ich habe 3 Stifte und ein Tippex. Das kommt hier einfach rein in meinen Ordner. Ich habe hier auch meine Ladung drin, mein Portemonnaie mit meinem Perso. Die haben nämlich gesagt, dass man auf jeden Fall ein Perso haben muss und die Ladung, sonst kommst du nicht rein. Wir haben jetzt 6.23 Uhr. Ich rufe in circa 15 Minuten Jebe an. Wir wollten noch zusammen beten, bevor ich losgehe, was ich auch unglaublich finde, dass er es mit mir macht. Like, God, I love you. Thank you. Und dann sehen wir uns gleich nach der ersten Examensklausur. Oh, by the way, ich habe euch gar nicht gesagt, wie ich die schreibe. Ich schreibe Zivilrecht. Also ich schreibe Donnerstag, Freitag Zivilrecht. Am Wochenende ist Pause. Dann Montag wieder Zivilrecht. Ich glaube, Dienstag ist dann Strafrecht und dann Donnerstag, Freitag Öffrecht. Ich komme gerade aus der Klausur. Ich bin richtig fertig. Ich habe mittendrin einfach so eine Migräneattacke bekommen. Ich habe es trotzdem geschafft, die Klausur fertig zu schreiben. Also das hat mich jetzt nicht gestört beim Schreiben. Aber das war schon sehr, sehr anstrengend. Zur Klausur selbst, wisst ihr, was so lustig ist? Ich glaube, ich habe euch gestern noch gesagt, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Immobiliarsachenrecht drankommen wird. Was ist der Schwerpunkt dieser Klausur? Immobiliarsachenrecht, Leute. Ich bin so froh, dass ich mir das gestern Abend nochmal angeschaut habe, vor allem Vormerkungen. Und ich hatte mir auch Vorkaufsrecht angeschaut. Es kam zwar kein Vorkaufsrecht dran, aber Wiederkaufsrecht, was so ein bisschen ähnlich ist, aber dann doch irgendwie auch anders an vielen Stellen. Aber egal, ich hatte mir auf jeden Fall Grundschuld angeschaut, Hypothek angeschaut, Grundbuchberichtigung, Zustimmung. Und ich bin sehr, 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 sehr glücklich darüber. Ich kann euch so ein bisschen von dem Ablauf erzählen heute. Ich kam da halt an. Wir mussten unsere Ladung vorzeigen und unseren Perso. Dann wurde uns gesagt, wo wir hingehen müssen. Und die Aufsichtsführer waren auch super lieb, was echt nice war. Man muss sich halt vorstellen, du kommst da in so einen Raum, dein Puls ist auf 180, du bist mega aufgeregt. Und wenn du dann so einen Aufsichtsführer hast, der halt super sympathisch ist, der hat uns mehrfach zum Lachen gebracht. Das war einfach ein typischer Kölner, Leute. Like, es war einfach ein typischer kölscher Junge. Dann kam irgendwann die Security und die haben uns dann so wie am Flughafen, wisst ihr, um zu gucken, dass wir nichts verstecken in unseren Unterhöschen. Nein, Spaß. Und zum Sachverhalt. Das waren 3 Seiten. Und als ich mir das zum allerersten Mal durchgelesen habe, ich schaue mir immer den Bearbeitervermerk an, dann
die Fallfragen und dann lese ich den Sachverhalt einmal komplett durch, ohne irgendwas zu markieren und dann halt nochmal, ne? Beim ersten Durchlesen war ich so, oh mein Gott. Ich war so, ich habe über 1,5 Jahre gelernt, warum kommt jetzt sowas dran? Der Sachverhalt war so kompliziert. Es hat wirklich lange gedauert, den zu durchdringen und zu verstehen. Ich habe mir auch einen Zeitstrahl gemacht. Und das wurden hinterher auch 2 Strahle, weil das wirklich, da ist so viel passiert. Und man musste echt aufpassen, dass man sich da nicht vertut. Ich glaube, ohne Zeitstrahl war das gar nicht möglich. Schwerpunktmäßig kam, wie gesagt, Immobiliarsachen recht dran. Es war Grundschuld, aber gar nicht vertieft Grundschuld. Zum Glück nur halt dieser normale Ersterwerb. Und dann kam das Wiederkaufsrecht dran. Das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen, bin ich ganz ehrlich. Aber die Kenntnisse zum Vorkaufsrecht haben gereicht. Und dann halt einfach die Norm lesen. Da war jetzt nichts super Wildes bei, muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen Erbrecht, aber nur im Überblick. Man musste wirklich nur gefühlt 3 Sätze schreiben zum Erbrecht. So, ja, 1922. Obwohl, nee, doch, sorry. Der Erbfall und die Erbeinsetzung waren unproblematisch. Das Problem war dann, ob das Wiederkaufsrecht Teil der Erbschaft ist. Ja? Dann musste man, ich glaube, es war irgendeine Norm im Vorkaufsrecht, ich glaube 473 BGB oder so, analog. Es kam dann noch die Vormerkung dazu, also die Vormerkung eines Wiederkaufsrechts. Also ich glaube, die Rückauflassungsvormerkung oder so heißt es. Ich habe einen doofen Fehler gemacht, der mich super nervt. Aber all in all bin ich eigentlich sehr zufrieden mit mir. Ich habe 25 Seiten geschrieben, ich bin fertig geworden, habe auch Ende der Bearbeitung schreiben können in den letzten paar Minütchen. Ich habe jetzt noch 5 andere Klausuren, um noch mehr rauszuholen. Aber eine Sache werde ich machen. Ich werde mir heute Abend auf jeden Fall nochmal das Immobiliarsachenrecht anschauen. Ich habe gemerkt, dass oft im Examen, vor allem im Zivilrecht, kommt so ein Thema dran und denkst, okay, damn, abgehakt. Was kommt jetzt? Schuldrecht? Berechnungsrecht? Give it to me. Und dann kommt am nächsten Tag nochmal das Gleiche dran. Aber ich bin jetzt erstmal super erschöpft, Leute. Ich bin fertig. Ich habe während der ganzen Klausur-Schreibzeit nichts getrunken. Das mache ich extra, weil ich nicht auf Klo gehen will. Ja, ich bin die Art von Psycho. Ich möchte nicht auf Klo gehen. Ich habe auch nur 3 Paranusskerne gegessen. Wir haben jetzt fast 15 Uhr. Ich habe mir gerade was zu essen bestellt. Ich esse jetzt gleich was in Ruhe. Und dann schlafe ich. Wahrscheinlich 2-3 Stunden. Und ja, guten Morgen, Leute. Heute ist Tag 2. Wir haben jetzt gerade, ich glaube, 7.30 Uhr oder 7.40 Uhr, ich bin gar nicht sicher. Ich bin schon geduscht, umgezogen, Skincare, alles gemacht. Meine Haare muss ich noch machen, ja. Darf ich nicht vergessen. Ich packe gerade schnell meine Tasche um. Ich habe mich spontan entschieden, meine Marc Jacobs hier zu lassen und ich nehme dir meinen Rucksack mit, weil das war gestern echt anstrengend mit dem Tragen. Wobei ich auch sagen muss, ich habe meine Gesetze, also einen Teil meiner Gesetze, einfach dort gelassen, in unserem Schreibraum. Ich habe nur den Habersack und das Ergänzungsband mitgenommen. Und Sartorius und Reborn habe ich dort gelassen, die brauche ich ja eh nicht. Ich meine, ich schreibe heute wieder Zivilrecht. Heute habe ich muss sagen, ganz gut geschlafen, obwohl ich nachts wach geworden bin, weil ich geträumt habe, dass ich irgendwas nicht konnte. Ich habe dann gefühlt eine Panikattacke im Traum bekommen und bin um 3 oder 4.11 Uhr wach geworden, aber auch wieder schnell eingeschlafen. Wie fühle ich mich heute? Aufgeregt? Ich habe auch das Gefühl, dass Gesellschaftsrecht auf jeden Fall auf dem Tisch sein könnte. Und IPR. Ich meine, vielleicht bilde ich mir IPR ein, weil ich meinen Schwerpunkt hatte im IPR und ich zudem bete, like, Lord, listen to me, dass IPR drankommt, damit ich wenigstens eine Prädikatsklausur habe. Genau wie gestern habe ich heute nichts zu essen dabei. Das war für mich eigentlich optimal und ich werde auch nichts trinken. Ich weiß, es ist ein wenig verrückt. Es ist ein bisschen gestört, aber Leute, ich habe keine Zeit, auf Klo zu gehen. Ich möchte die ganzen 5 Stunden in die Klausur reinstecken und mich um nichts anderes sorgen. So, yeah.
Ich gucke nochmal, ob ich hier auch alles drin habe. Hier sind meine Stifte, mein Tippex, ganz wichtig. Ist gestern mitten in der Klausur leer gegangen, was mich super aufgeregt hat. Ich muss heute definitiv nochmal Tippex kaufen. Mein Perso ist auch super wichtig, damit ich überhaupt reinkomme in das Gebäude. So, Perso habe ich hier. Und dann noch meine Ladung. Das sind die wichtigsten Sachen. Schreibwaren, Gesetzesstütze-Dinger, Perso, die Ladung. Müsste hier drin sein. Ja, hier ist meine Ladung. Ja, dann habe ich alles. Dann habe ich alles. Ach ja, meine Paranuskerne, lol. Ich habe vergessen, euch zu zeigen, ich habe mir so einen Fingerschutz gekauft, denn mittlerweile tut mir das Schreiben weh und vor allem der kleine Finger schmerzt enorm. Ich glaube, es liegt auch an der Art und Weise, wie ich den Stift halte. Ich übe sehr, sehr viel Druck auf den kleinen Finger aus und es fühlt sich zunächst echt komisch an, aber das Schreiben ist so viel angenehmer. Ich werde jetzt, bevor ich losgehe, kurz Jebe anrufen. Wir werden wieder zusammen beten. Das hat mir gestern enorm geholfen und dann sehen wir uns nach der Klausur. Bye! Ich komme gerade von der Klausur, Leute, und ich bin ganz ehrlich, mir fehlen die Worte. Mir fehlen wirklich die Worte. Ich habe heute Zivilrecht 2 geschrieben. Und ehrlich, ich frage mich wirklich, ob jemand diese Prüfung überhaupt getestet hat oder ob die sich einfach 2 Aufgaben genommen haben, daraus was gebastelt haben und nicht überprüft haben, ob es wirklich in 5 Stunden machbar ist, denn ich bin einfach so genervt. Als ich die Klausur bekommen habe, habe ich die umgedreht. Es waren weniger Seiten als gestern, nur 2 Seiten, aber der Schein trübt. Ich sage euch immer, ich bin eher ein Fan von langen Sachverhalten, aber ich habe mit dieser Klausur eigentlich keine Probleme gehabt. Was mich wirklich genervt hat, ist einfach, ich kenne die ganzen Probleme, ich habe ca. 92 Probeklausuren geschrieben, ich habe das, was davor kam, schon 100-mal gesehen. Mich hat nichts überrascht, das war für mich eine sehr einfache Klausur. Vor allem habe ich viel Familienrecht gemacht, weil ich es im Studium nie gemacht habe und Angst hatte, im Examen Familienrecht zu haben und dann keine Ahnung zu haben, was 1368 ist oder sowas, ja? Sprich, 2 Seiten, 2 komplett unabhängige Fragen voneinander. In dem ersten Teil, ich werde grob versuchen, das zusammenzufassen, da hat die Ehefrau, also es gibt eine Ehefrau F und ein Ehemann M, die haben eine Tochter die haben eine Tochter T und die leben im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. F wollte dem M ein Geschenk machen zum Geburtstag, ist dann zum V in seinen Laden, hat so ein Gemälde gekauft, direkt bezahlt. Dann ist sie damit zurück nach Hause. Und noch als Info, M, F und T leben alle im gleichen Haus. Das ist wichtig für, erfahrt ihr gleich. Die F hat es dann dem M geschenkt und auch direkt überreicht. Er hat es angenommen und dann aufgehangen in das gemeinsame Wohnzimmer. Ja? Als dann aber die F in den Urlaub gegangen ist, ist er mit dem Gemälde zurück zu V und hat es ihm im Grunde zurückgegeben und zurückverkauft, weil ihm das gar nicht gefällt. Er hat dafür aber nur 1000 Euro bekommen, obwohl die F ursprünglich 2000 Euro dafür ausgegeben hat. Dann, als die F aus dem Urlaub zurückkam, hat sie einen Anspruch geltend gemacht auf Herausgabe des Gemäldes. Dann hat der V gesagt, ja, nee. Erstens gebe ich es, wenn überhaupt, nur raus, wenn ich auch den Kaufpreis zurückbekomme, also diese 1000 Euro. Und zweitens, wenn, dann würde ich es auch nur an M und F herausgeben und nicht nur an M, weil das ja auch in der gemeinsamen Wohnung hing. Ja, also wirklich mit dem Zaunfall, Leute, was die wollen. Wer ein bisschen Familienrecht gemacht hat, weiß schon, worum es wirklich geht. So. Ich habe schon mal so einen ähnlichen Fall gehabt in der, im Klausurenkurs. Daher wusste ich auch, wie das so aufgebaut wird, circa. Die Fallfrage war, ob die F gegen den V einen Anspruch auf Herausgabe hat. Und wenn ja,
das war so komisch gestellt. Und wenn ja, auf Herausgabe an wen ohne Mitwirkung des M. Das war wirklich wow. Ich habe die Frage ein paar Mal gelesen, dann habe ich gecheckt, was die wollten. Ich glaube, es ging so um dieses 986 1 Satz 2, dieses du hast eigentlich Mitbesitz und oder halt mittelbaren Besitz und du hast eigentlich nur einen Anspruch auf Herausgabe an den unmittelbaren Besitzer oder nur auf Herausgabe des Mitbesitzes, nicht des Alleinbesitzes, ja? Und dann ist die Frage, okay, aber kannst du vielleicht doch Herausgabe an dich alleine verlangen? Ich habe zuerst die eigenen Ansprüche der F geprüft. Dann gab es noch die prozessstandschaftlichen Ansprüche nach 1368. Kann sie ja auch die Ansprüche von M geltend machen. Das war eine umfangreiche Klausur. Es war umfangreich. Es war wirklich sehr, sehr viel zu prüfen. Und auch sehr, sehr viel Inzident zu prüfen. Und das war alles nur die erste Aufgabe. Wir hatten dann noch eine zweite Aufgabe. Und die zweite Aufgabe war so ein typisch Straßenverkehrsding mit einem Elternteil, das die Aufsichtspflicht nach 1626, 1631 verletzt hat. Und dann prüfst du 7 SDVG. Das war unproblematisch, super easy. Kommst dann aber hinterher, wenn du Mitverschulden verneinst, zu den Grundsätzen der gestörten Gesamtschuld, die konnte ich nur in so 3 Sätzen wirklich darlegen und anbringen. Man muss ja überhaupt erst feststellen, ob eine gestörte Gesamtschuld vorliegt. Das ist ja nur, wenn der Vater M eigentlich haften würde, aber aufgrund einer Haftungsprivilegierung nicht haftet und demnach keine Gesamtschuld greift. Und was heißt das? Inzidente Prüfung des M. Inzidente Prüfung des Vaters. Das sind 2 komplette Examensklausuren. Das ist doch nicht fair, Leute. Ich habe 35 Seiten geschrieben. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, ich habe 92, 93 Probeklausuren geschrieben. Ich habe noch nie 35 Seiten geschrieben, nicht mehr am Strafrecht. Heute ist Tag 3. Ich schreibe heute die letzte Zivilrechtklausur und wir haben gerade 7.10 Uhr. Ich muss noch duschen, mich zurecht machen, umziehen, alles, pipapo. Aber Leute, ich bin einfach müde. Ich bin einfach müde. Ich habe mir gerade einen Matcha-Tee-Latte gemacht. Und die letzten 2 Tage waren Wochenende. Ich habe versucht zu entspannen, was nicht so super easy war. Samstag habe ich sage und schreibe 10 Stunden geschlafen und dann war ich einkaufen und habe meine Wohnung versucht aufzuräumen, was nicht funktioniert hat, weil ich einfach zu müde war. Ich habe jedoch geschafft, so ein bisschen die Küche aufzuräumen und Meal Preppen. Das ist auch so ein Riesending mit dem Meal Prep, weil ich die letzten 2 Tage einfach immer Essen bestellt habe oder unterwegs was zu essen geholt habe nach den Klausuren. Und sorry, ich hätte keinen Bock mehr auf Fast Food. Am Sonntag habe ich Öffrecht, Strafrecht und Zivilrecht gelernt. Ich glaube, ich habe dieses Outfit schon getragen, aber honey, das ist mir sowas von egal. Ich habe gerade einfach schnell irgendwelche Klamotten rausgesucht, denn wir haben schon 7.38 Uhr und ich muss gleich wirklich losgehen. Ich zeige euch kurz mein Outfit. Seht ihr, was das Examen mit dir gemacht hat? Nein, Spaß. Jetzt mal Spaß beiseite, Leute. Ich weiß, ich mache viel Kiki und so, aber das hier gerade ist die schlimmste Zeit in meinem ganzen Leben. Ich komme gerade aus der Klausur und... Oh, Leute, ehrlich, ich weiß nicht oder ich verstehe nicht, warum Juristen so unempathisch sind, ehrlich. Die Klausur war generell erstmal komisch, ne? Ich habe den Sachverhalt gelesen, 4 Seiten. 4 Seiten Sachverhalt und Fallfrage. Ich gucke es mir an und denke mir so, das ist eine wirklich komische Klausur. Und unter Klausuren haben wir Bearbeitervermerke, ja? Dadurch werden zum Beispiel irgendwie Prüfungen ausgeschlossen oder es wird auf Normen hingewiesen. Und es wurde eine Prüfung ausgeschlossen.
Wir sind also da ein paar Minütchen, ich weiß nicht, 15, 20, 30 Minuten, sind dabei, den Sachverhalt zu lesen, versuchen zu verstehen, worum es geht. Und dann stellt eine Kommilitonin eine Frage und meint so, kann es sein, dass dein Bearbeitervermerk falsch ist? Und ich erst so, nein, die vertut sich, als ob der Bearbeitervermerk falsch ist. Dann kommt eine Dame rein vom JPA und sie geht wieder raus. Keine Info, kommt irgendwie 10, 15 Minuten später und dann erfahren wir, der Bearbeitervermerk ist falsch. Das heißt, wir haben eine halbe Stunde, 40 Minuten, einen Fall bearbeitet, am Sachverhalt gearbeitet und der Bearbeitervermerk, der eine Prüfung ausschließt, ist falsch. Ja. Und schon da hast du gemerkt, wie so ein bisschen das Gefühl der Panik sich entwickelt. Dann fragt die gleiche Kommilitone nochmal, okay, bekommen wir jetzt dafür eine längere Schreibzeit, denn das ganze Tralala hin und her jetzt gerade war super stressig und auch voll, you know, like, wir sind voll aufgeregt gerade. Und dann meint sie, ja, ich glaube nicht, ich muss kurz nachfragen. Dann kommen wir zurück und sagen, nee, es gibt landesweit keine Schreibzeitverlängerung. Und ich konnte, ehrlich gesagt, ich konnte mein Pokerface nicht innehalten. Wie kann man so etwas machen? Der Bearbeitervermerk ist falsch, der eine Prüfung ausschließt. Es wurde die Prüfung der falschen Person ausgeschlossen. Wir haben schon Lösungsskizzen erstellt, wir sind mitten in der Bearbeitung und jetzt erfahren wir, es ist falsch. Wir müssen unsere Prüfung umstellen. Und ihr sagt uns, wir bekommen keine Schreibzeitverlängerung. Nichts. Ich musste erstmal tief ein- und ausatmen, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich gleich weine. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe fast geweint. Ich habe mich dann aber so ein bisschen, you know, zusammengefasst, einfach versucht, die Kontenance zu bewahren, weil das war einfach heftig, ja. Und nicht zu vergessen, dass die Klausur an sich einfach schon super komisch war. Das war eine Schuldrechtklausur. Es ging um Restaurantbesuch. Also es war einfach Schuldrecht, Leute. Es war Schuldrecht und die Probleme in der Klausur und die Fallfrage, das war einfach so seltsam. Ich habe mich auch im Nachhinein mit anderen unterhalten und die fanden das auch super komisch. Ich habe aber gerade ein bisschen nachgeschaut, so krass falsch, wie ich dachte, dass es ist. Ich bin okay durchgekommen. Ich denke nicht, dass ich durchgefallen bin. Ich denke, ich habe mich schon ganz gut geschlagen. Ich habe einige Probleme erkannt und angesprochen. Ich habe wieder 30 Seiten geschrieben. Ich weiß nicht, warum ich einfach so viele Seiten schreibe in dem Examen. Mehr als in jeder Probeklausur, die ich jemals geschrieben habe. Ich bin jetzt seit circa einer Stunde wach und ich habe mich auch wieder ein bisschen beruhigt. Mir ist einfach klar geworden, ich bin ja nicht die Einzige, die das so empfindet. Und ich bin nicht die einzige Person, der es so geht, ja. Dementsprechend ist das etwas, was hoffentlich von den Korrektoren berücksichtigt wird. Und ja. Und ansonsten, I just have to let it go. Like, I just have to let it go. Es bringt nichts, sich ewig drüber aufzuregen. Ich habe noch drei andere Klausuren, ja. Es sind 10% und wenn ich auch ganz ehrlich bin, so schlecht war ich nicht, ja. Ich habe gerade noch mit jemandem gesprochen auf Instagram und ihm in der Memo so erklärt, was ich gemacht habe, wie ich es gelöst habe. Ich weiß, Todessünde, super, super schlimm. Aber leider gehöre ich zu den Menschen, die sich drüber unterhalten müssen. Ich habe keine Ruhe. Ich komme nicht zur Ruhe, wenn ich nicht das, was ich gemacht habe, irgendwie mit jemandem besprechen kann auf einem juristischen Niveau. Es ist, glaube ich, so voll im Gegensatz zu dem, was andere machen nach dem Examen, aber ich brauche das. Ja, ich bin leider die Person, die sich am liebsten direkt nach der Klausur im Flur über die Klausur unterhalten möchte. Ich gebe es zu, ich bin die Person. Ich brauche das. Und ich bin nicht jemand, der das macht, um andere irgendwie zu verunsichern, zu beunruhigen. Nein, ich mache das, weil ich keine Ruhe habe, wenn ich mich nicht mit jemandem drüber unterhalte. Tag 4, es ist gerade Punkt, 7.30 Uhr. Ich bin schon ready, geduscht, umgezogen. Ich habe sogar schon meine Schuhe an, Honey. Ich muss gleich noch meinen kleinen Koffer packen, also mein Gesetz wieder reinmachen und dann gehe ich in circa 10 Minuten los. Heute
fühle ich mich irgendwie voll unsicher. Strafrecht ist halt so ein bisschen meine Achillesferse. Ich mag es nicht und ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich gut im Strafrecht bin. Ich glaube, so mittelmäßig. Ja, mittelmäßig, ne? Es kommt halt wirklich drauf an, was dran kommt. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass Strafrecht nur eine einzige Klausur ist. Denn wenn das drei Klausuren wie Zivilrecht, ja, ich weiß nicht, ob ich Jura zu Ende studiert hätte. Wir haben jetzt 15 Uhr, 15.21 Uhr. Ich komme gerade aus der Klausur. Ich habe das Gefühl, ich komme jeden Tag hier hin und beschwere mich. Aber ich habe echt das Gefühl, dass dieser Durchgang einfach nicht ohne ist. Die Klausur war sehr umfangreich. Ich habe 35 Seiten geschrieben. Dabei habe ich vieles sehr, sehr kurz gefasst und weglassen müssen. Ich weiß nicht. Ich war gerade voll aufgeladen. Dann habe ich mit einer Person über Instagram geschrieben und meinen Kummer und so alles erläutert. Und wisst ihr, wenn ich aus der Klausur komme, habe ich oft dieses Gefühl, das ist voll schlecht, also nicht schlecht, aber halt nicht so, wie ich es mir wünsche. Dann ist mir halt klar geworden, ja klar, Claude, du hast so einen kranken Perfektionsanspruch. Natürlich wird nicht alles perfekt laufen in einer Examensklausur. Like, was erwartest du, Girl? Ich kann aber ehrlich sagen, ich bin nicht 100% zufrieden mit mir. Ich finde, ich hätte einiges besser aufbauen können, anderes besser machen können. Aber am Ende des Tages habe ich sehr viele Problemschwerpunkte erkannt. Und ich denke auch ganz gut abgearbeitet und mein Anspruch für die Klausur ist einfach nicht unter 7 Punkte. Ich habe gerade eben auch bei Rewe so ein paar Zuschauerinnen getroffen. Ich hoffe, die sind nicht böse auf mich. Die wollten ein Bild machen und ich war so, Babes, ich komme gerade aus einer Klausur. Ich bin gerade so fertig mental. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Die sahen so voll enttäuscht aus, aber nach einer 5-Stunden Klausur Bild zu machen mit Zuschauern. Morgen ist keine Klausur. Am Donnerstag ist Öffrecht und am Freitag auch. Ich bin relativ zuversichtlich, was Öffrecht anbelangt. Ich habe eigentlich eher gute Erfahrungen gemacht mit Öffrecht. Ich finde, die Klausur ist oft zeitlich eher machbar, sogar mehr machbar als Zivilrecht und Strafrecht. Und ich finde, so Öffrecht ist, selbst wenn ich mich nicht mit dem Thema so gut auskenne, nicht so krass drin bin, wenn ich das so typisch Öffrecht-esk abarbeite, ja, also Ermächtigungsgrundlage und dann formelle und materielle Rechtmäßigkeit und noch ein bisschen Ermessen, dann komme ich eigentlich fast immer ganz gut durch, muss ich ehrlich sagen. Genau, ich werde heute Europarecht mir komplett anschauen. Ich bin da eigentlich schon relativ gut drin, aber vor allem so Verfahrensarten wie Vorabentscheidungsverfahren, Nichtigkeit, Schadensersatz und so, ne? Und, Vereinigungsfreiheit, Versammlungsfreiheit mit dem neuen Versammlungsgesetz NRW, Religionsfreiheit und die Kopftuchentscheidungen, ja, die heißen Kopftuchentscheidungen. Es ist Donnerstag. Es ist Donnerstag. 5.50 Uhr oder so und heute steht die letzte, nein, die vorletzte, heute steht die vorletzte Klausur an. Ich schreibe heute öffentliches Recht, die erste im Öffrecht. Und ich muss sagen, ich habe nachts nochmal Panik bekommen, was halt voll krass ist, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, dass Öffrecht so ein bisschen mein Safe Space ist, das, was ich eigentlich ganz gut kann, aber ich habe nachts nochmal wirklich Panik bekommen, muss ich ehrlich sagen. Und ich schaue mir jetzt nochmal ein paar Verfahrensarten an. Ich bin eigentlich voll der Verfechter von keine Schemata auswendig lernen im Öffrecht. Es ist immer das Gleiche und ein bisschen anders. Einfach das Gesetz lesen. Aber ich habe Panik bekommen nachts, Leute, muss ich ehrlich sagen. Irgendwas zu vergessen oder so. Mann, ich würde mich so über Europarecht freuen. Kommt schon. Komm schon, please, dear God. Ich komme gerade von der Klausur zurück, die erste im öffentlichen Recht. Und es lief einfach Europarecht, Leute. Ich kämpfe gerade damit, nicht zu heulen. Ich bin so glücklich. Ich habe mir so Europarecht gewünscht. Und
als dieser Sachverhalt kam, wir den ausgeteilt haben und ich gesehen habe, die erste Frage ist formelle und materielle Rechtmäßigkeit bzw. Vereinbarkeit mit Unionsrecht und die zweite ist das Nichtigkeitsverfahren. Ich habe so gekämpft, meine Tränen zurückzuhalten, weil ich das unbedingt im öffentlichen Recht haben wollte. Ich denke, Europarecht ist wirklich eines meiner Stärken und das gibt mir die Möglichkeit, einfach mein Können unter Beweis zu stellen. Kennt ihr das, wenn ihr so Bauchschmerzen habt, dass ihr diesen Schmerz praktisch fühlen könnt? So ging es mir kurz vorher. Und ich habe noch nach Freunden, ich habe Jeber geschrieben. Ich saß da an meinem Platz, 8.36 Uhr habe ich Jeber geschrieben. Jeber, bitte bete für mich. Bitte bete für mich, dass Europarecht rankommt. 9 Minuten später drehe ich diesen Sachverhalt um und es ist eine pure Europarechtsklausel, Leute. Ich habe mir jetzt schnell was zu essen geholt, weil ich keine Kraft habe zu kochen. Eigentlich eher keine Lust. Morgen werde ich wahrscheinlich mit meiner Familie was essen gehen, sprich meine Mom und mein Verlobter. Das heißt, ich muss für morgen gar nicht kochen und ich habe heute einfach keine Lust. Am Samstag bin ich auf dem Geburtstag meiner besten Freundin Ines. So, kochen muss ich dann wirklich erst wieder am Sonntag. Wobei ich hoffe, dass ich irgendwie Essen mitnehmen kann von ihrem Geburtstag und dann nicht kochen muss. Ich habe mir ein Menü geholt bei Mc's von so einem Coupon. Ich habe einmal Big Tasty Bacon. Curly Fries, liebe ich. Ich brauche einen Teller. Okay. Und 6er Nuggets mit einer Fanta. Ich esse jetzt. Dann ruhe ich mich aus bis ca. 18 Uhr. Und dann lerne ich von 18 bis 21 Uhr. Noch eine Sache. Das ist auch voll oft im Zivilrecht. Nur weil eine Klausur drangekommen ist, die schwerpunktmäßig ein Thema hatte, heißt es nicht, dass es vorbei ist. Die nächste Klausur könnte auch im Staatsrecht sein. Es könnte jetzt eine Urteilsverfassungsbeschwerde drankommen oder Staatsorga. Dann kommt einfach gar kein Verwaltungsrecht dran. Das ist nicht unmöglich. Es sollte eine Staatsrecht- und eine Verwaltungsrecht-Klausur kommen, aber hast keine Garantie dafür, ne? Es ist Freitag, der 27. und ich schreibe heute endlich meine letzte Klausur im öffentlichen Recht. Ich kann gar nicht beschreiben, wie ich mich gerade fühle. Ich habe wieder Sorge und Angst, dass irgendwas Schlimmes drankommt. Ich zeige euch jetzt zum letzten Mal mein Outfit und dann war's es schon. Also ich habe mich heute für ein bisschen schicker entschieden, wie ihr merkt. Ich habe den Koffer gewechselt, weil der andere Koffer kaputt ist, weil ich jeden Tag diese schweren Gesetze mit mir schleife, trage, 20, 30 Minuten zu Fuß und der Koffer hat es nicht überlebt. Traurig, aber it is what it is. Anyway, ich habe mich heute für was Cutes entschieden, weil mich ja meine Familie abholen kommt. Auch kein Rucksack heute, sondern meine Marc Jacobs Tote Bag, honey. Und es ist schon 7.48 Uhr, ich muss los, Leute. Es ist schon Samstag, also tatsächlich ein Tag nach meiner letzten Examensklausur gestern. Ja, in der ersten Klausur lief Europarecht, also Staatsrecht. Und wisst ihr, was gestern dran kam in der zweiten Öffrecht-Klausur? Eine Urteilsverfassungsbeschwerde, also schon wieder schwerpunktmäßig Staatsrecht. Und ich hatte es irgendwie im Gefühl. Ich habe so vielen auch gesagt, die mit mir geschrieben haben, Leute, vertraut dem JPA nicht, glaubt nicht, weil in der ersten Staatsrecht lief, dass auch in der zweiten jetzt Verwaltungsrecht laufen muss. Listen to me and listen to me correctly. Do not trust them. Ein wenig zum Fall selbst. Es ging um eine Entscheidung vom Bundesverwaltungsgericht und gerügt wurde die Verletzung der Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und Kunstfreiheit. Ich habe vor allem im Öffrecht gelernt, fast alles, was im Sachverhalt steht, musst du irgendwo einbauen. Ja? Das heißt, was ich oft mache, ist, ich mache halt so Klammern an der Seite von Sachverhaltsinformationen und schreibe irgendwie hin, okay, das gehört zum Schrankenvorbehalt von Artikel 5. Das muss ich gleich erwähnen da. Und wenn zum Beispiel Beschwerdeführer und Beschwerdegegner sich irgendwie, ne, beefen, der eine sagt,
Schutzbereich eröffnet, der andere nicht und nennen Argumente, dann mache ich immer so, also dann verbinde ich die immer, mache so 1-1, 2-2. Und genauso führe ich dann auch in der Klausur diese Streitigkeit und führe genau diese gleichen Argumente an. Als ich dann gestern durch war, muss ich sagen, Leute, ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben. Ich war einfach so... Ich glaube, jetzt sind einige enttäuscht, weil die halt so denken, oh, du warst bestimmt voll emotional, du hast geweint, na. Gestern nicht. Sobald ich mit der Klausur durch war, habe ich gemerkt, wie einfach Adrenalin gerade meinen Körper verlässt und so eine Welle an enormer Erschöpfung auf mich zukommt. Ich war so müde. Ich war so, so müde. Meine Mutter hat mich abgeholt. Die sind erstmal kurz zu mir. Und ich sage euch, hätten wir keine Pläne gehabt, wäre ich einfach schlafen gegangen. Wir waren dann noch was essen und klar, die wollten wissen, wie fühlst du dich, wie geht's dir, wie fühlst du dich an. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war nicht so gesprächig. Also ich war nicht, ja, nicht ansprechbar ist jetzt übertrieben, aber ich war einfach nicht in der emotionalen und körperlichen Verfassung, jetzt gerade voll die Gespräche zu führen. Ich wollte einfach was essen. Ich habe euch gesagt, ich esse nichts. Vor Klausur. Ich hatte meine erste Mahlzeit irgendwie um 16, 17 Uhr oder so gestern. Ich hatte einfach Hunger und danach wollte ich einfach nach Hause und schlafen. Aber all in all und zum Schluss, und zwar wirklich zum Schluss, kann ich sagen, ich bin sehr stolz auf mich. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe keine einzige Klausur, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich durchgefallen bin. Ich glaube, ich habe in jeder Klausur wirklich mein Wissen unter Beweis stellen können. Nicht immer 100%, weil auch einfach die Zeit gefehlt hat und ich musste Sachen kürzen. Aber ich denke, dass ich gut war. Ich denke, dass 1, 2, 3, 4 Monate mehr lernen nichts geändert hätte. Ich hätte wahrscheinlich genau das gleiche gemacht, wie ich es heute gemacht habe. Und ich bin froh, dass ich das von mir sagen kann, dass ich die Klausuren geschrieben habe und kein Regret-Gefühl habe. Ich bin nicht irgendwie sauer, dass ich irgendwie... Klar, es gibt immer Kleinigkeiten, Leute, aber all in all, alle 6 Klausuren insgesamt, bin ich verdammt stolz auf mich. Ich bin unglaublich stolz auf mich und ich bin unglaublich glücklich. Und dieses ganze Weinen... Ich weiß, darauf haben alle gestern gewartet. Das kam gerade eben, als ich mich fertig gemacht habe im Badezimmer. Ich habe ein bisschen Sub gehört. Wer Sub kennt, weiß, ne? Dann kam einfach so eine Welle an Emotionen auf mich. Und ich dachte so, oh mein Gott, Claude, du hast den ersten Teil durch. Du hast die Klausuren geschrieben. Du bist zufrieden. Du bist stolz auf dich. Du hast definitiv dein Bestes gegeben. Du hast nicht zurückgehalten. Und dann... habe ich gerade einfach im Badezimmer geheult. Aber ja, wenn ihr noch Fragen habt zum Staatsexamen oder ich auf etwas noch mehr eingehen soll oder etwas vielleicht vergessen habe oder weggelassen habe oder keine Ahnung, schreibt es in die Kommentare.